Hallo zusammen, willkommen zurück wieder zu Dino Crisis. So, ich muss ja wieder hier raus. Ich habe überhaupt keine Lust. Die kleinen Schmammschieß. Oh nein! Oh nein! Schmammschieß, kleine Schmammschieß. Lass mir mal Ruhe. Hi. Dr. Kirk? Hey, wait! Regina, are you there? What's going on? I have a positive ID on the doctor. I lost him, but he's definitely in the lab area. Drop what you're doing and get over here. I can see an elevator from here. Maybe I can use that to go down from the first floor. Ein Elevator. Da müssen wir erstmal hin. So, hier ist noch was in der Ecke. Will you take an N8? Yo, klar doch. Ein bisschen Munition wäre eigentlich ganz hilfreich. Bitte, bitte. Gib mir bitte Munition. Heilung ist hier auch irgendwie gerade mal so ein bisschen zweitrangig. Na, was haben wir denn hier? Wow, Danger. Ja. Zack, der Weg. Blöd, dass man nicht einsehen kann, wie unser Status ist. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Carrying out room, B1. Ah, wir haben wieder Sleeping Guards. Das ist sehr geil. Das hilft uns schon mal. Was haben wir hier? The dead man has a memo. Will you read the memo? Yes. Today's to do. Prepare the DDKs need to enter the laboratory area. Tomorrow I have to go to the computer room to do maintenance on the Dr. Kirk's computer. But I think I left a DDK at a large size elevator control room when I went there yesterday to do the elevator maintenance. I'll have to check it later today. As for the other DDK, I think the rookie guy Tom, who has recently assigned to the laboratory area, has it. I'll have to borrow it from him. I have no idea how that jerk approached Kirk, but he seems to have gained his complete trust. I weird how nobody knows his past history. Klingt nach einem Maulwurf. Gänge überall. Und da oben ist noch was. Und da leuchtet auch noch was. Hier gehen wir rein. The door has been unlocked. Hallway for carrying materials. Yep. So that makes I can use a subscreen before use. Ja, wir haben jetzt eine. Ne, wie viele? Ein Aids haben wir. Zwei. Damit können wir quasi dann unsere Sachen hier verbessern. Das wissen wir ja noch. Wir haben einen Dart S und wir haben einen Dart M. Wir googeln uns an den Dart M, den power ich auch mal ein bisschen auf. Oder das Medpack. Ich glaube, das Medpack hat es eher nötig. Yep. Medpack M. Und das können wir auch noch mixen. Mit den M-Darts. Sehr geil. L++. Kommen wir hier rein. The door has been unlocked. Backup Generator Room B1. Ah, hier sind wir. Hier waren wir ja schon mal.
Jetzt haben wir quasi eine Abkürzung gefunden nach draußen. Das ist sehr, sehr gut. Falls wir mal raus müssen, können wir das machen. So, Map. Okay. Ja. So, jetzt sind wir hier wieder. Gut, jetzt haben wir die Area hier geklärt. Hier kam der Raptor. Geh nochmal zurück. So. Hier komme ich aber nicht rein, ne? Nothing happened. Ja. Aber wo muss ich denn lang? Hat der hier eigentlich was hinterlassen? Ist hier was? I thought looking where wire netting. It's been smashed by something. With incredible strength. Ja, wir haben gerade gesehen, durch was das hier gecuttet wurde. Durch einen kleinen Raptor, der da reingesprungen ist. Raptor. Du small Raptor. Badass Raptor. Lass mich nachdenken. Let me think. Hier komme ich ja nicht weiter. Aber es hat einen Grund, warum ich zum Generator komme. Ich müsste höchstwahrscheinlich... Was ist denn das hier? Eine Ecke. Man weiß mal nicht. Unser eigentliches Ziel. Diese Tür, die blinkt. Das ist da hinten beim Safe Room. Ah, okay, verstehe. Ich weiß nicht, ob es da nicht mehr Sinn macht, irgendwie wieder zurückzugehen, aber irgendwie... Ich glaube aber, durch den Außeneingang ist es doch wahrscheinlich etwas einfacher. Ich glaube einfach, das Spiel war damals noch nicht auf die ausgelegt. Au. Schlaf doch jetzt. Wer nicht schläft, ne? Habt ihr es gesehen? Ich habe einen Pfeil in den reingeballert. Das interessiert ihn gar nicht. Schweinehund. Auf die andere Seite und dann runter. Hier jetzt. Ich habe einen Pfeil in den reingeballert und das interessiert ihn gar nicht. Also, da müssen wir echt schauen. Hier können wir nochmal speichern quasi. Das mache ich nochmal. Management Office. Die Map. So. Jetzt bin ich hier im Speicherraum. Auf der anderen Seite geht es da wieder zur Treppe hin, aber ich muss ja nochmal zurück. Deswegen tue ich das. Ja, und wir safen unseren Progress mal. So. Ich möchte das overriden. Junge. Save complete. Nein. Ach. Ja, komm. Speichern wir nochmal. Ich bin so schnell. Damals hat das Speichern halt ewig gedauert. Jetzt hier auf dem PC geht es halt so schnell. Bin ich nie gewohnt. Aber ja, wie gesagt, ich finde es schade, dass es davon keinen Remaster gibt. Sehr, sehr schade. So, jetzt kommen wir hier rein. Strategy Room. Hier sind wir. Hier sind wir richtig. Keiner hier? Okay. When an ID card is created, this device is used to input the identification data.
You got a FC device. Ah, sieh mal an. So. Ah, jetzt haben wir nochmal ein Dings bekommen. Ein Plug. Plug. Mit diesem Plug kann ich ja das rote Teil öffnen. Im Elevator Control Room. Hier haben wir eine DDK Kotisk E. Okay. The computer screen indicates idle status. Hier haben wir einen Computer. The terminal keeps track of the soldiers who are positioned in the facility. Okay, der zeigt uns quasi an, wo die Soldaten positioniert sind im Gebäude. Eine Emergency Box, ja. Okay, das hat 2 Plugs gekostet wahrscheinlich, sonst hat er das irgendwie angesagt. Medpack. Mitnehmen. Ja. Oh, Slag Bullets. Fucking hell. Alles mitnehmen. Hammer Start. Ich nehme echt mal alles mit. Das Resurrection Pack nehmen wir natürlich auch mit. Das ist ganz wichtig hier. Gut. Das haben wir geplündert. Und wir lesen jetzt mal hier den Zettel, der da liegt. Data Files von einem Operation Meeting. Will you read the file? Natürlich. Subject. Reinforcement of ID Management. Earlier this week, there was a chase in which someone used the terminal that rewrites the ID cards to gain authorized access. This person acquires the fingerprint data from the corpse of the staff member who has died in the accident. He forgot the dead man's ID by using the fingerprint data and entered the laboratory area by way of elevator. The problem is that the fingerprint collecting device can acquire usable fingerprint data, even from the corpse. Since we will be having an experiment today, there will be many outsiders visiting this facility. When creating the ID cards for guests, keep a careful eye on your device. Genau, mit diesem Device können wir jetzt quasi dann durch Fingerabdrücke uns Zugang zum Dings verschaffen. Zum, na. Ja, ist jetzt. Zum Aufzug. Fehlt gar nicht ein Name. Aufzug. Aufzug. So. Let me guess. Ich muss dahin, wo der Aufzug war, wo ich quasi diesen toten Wissenschaftler da liegen sehen habe, weil den brauchen wir. Ich kann mich gerade noch nicht erinnern, wo das war. Ich glaube, ich muss hier rein und auf der anderen Seite kann das sein. Ich schau nochmal. Ich muss ja dann quasi dahin, wo die Schmamschis sind, die kleinen. Kleinen Raptors. Mein Gedächtnis lässt mich ein bisschen im Stich gerade. Ich glaube, dass es hier war. Medical Room Hallway. Ne, hier waren die Schmammschieß. Ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin. Ah, andererseits. Es wird nicht schaden, sich mal kurz umzugucken, aber ich glaube nicht, dass das richtig ist. Warte mal, ich habe eine Idee, was ich noch probieren könnte. Nee, okay. Das funktioniert so nicht. Nee, dann muss ich wieder zurück.
wisst ja, wo ich meine, dass das Ding ist. Da war so eine, wie heißt es jetzt, so ein Hologramm von der Karte. In diesen Raum muss ich quasi. Mir will gerade noch nicht einleuchten, wie ich da hinkomme. Ach so, doch, jetzt weiß ich es wieder. Ha? Ich muss ja in die Main Hall. Hier komme ich in die Main Hall. In der Main Hall war ja diese Tür hinter der Treppe, da geht's lang. Override. Alles ist zu. Alles ist voll. Ja, ohne die Karte wäre ich hier auch ein bisschen aufgeschmissen teilweise. Aber andererseits ist die Karte so kacke hier, da sie einem nicht die Position von einem selber anzeigt, dass ich gar nicht weiß, wie nützlich die Karte eigentlich ist. So, hier. Ist immer richtig. He's wearing a white, probably a researcher. Genau, so. Lass mich mal gucken. Item. Wo ist das Teil? Ach, Quatsch. Das hier. So. Fragment Data has been collected. So, und jetzt können wir den Aufzug bedienen hier. The elevator goes down to the laboratory area. A researcher's ID card is required. Warte. Ist das nicht hier mit möglich? Das mit dem FC-Device, there's a fingerprint data already saved. Ja. Oder muss ich jetzt runter wieder? Es kann natürlich auch wieder sein, dass ich runter muss. Das ist hier. Ah, guck mal, das kann ich verschieben. Na, guck mal an, was sich da versteckt hat. Inventory full, there's nothing space to hold an N8. Okay, wenn es ein N8 ist, damit kann ich leben. Hab ich echt keinen Platz mehr, aber ich glaube schon, dass als voll. Okay. Na gut. Dann ist das so. Wo komme ich denn eigentlich hier nochmal lang? Ach, da runter in den großen Raum. Na gut, da muss ich nicht rein. Nicht zwangsläufig. Da waren ja noch einige Toren, soweit ich mich noch erinnere. Okay, wenn meine Vermutung richtig ist, dann müssen wir jetzt wieder runter. Und dann gucken, dass wir dieses Fingerprint-Teil dann da benutzen. Also das heißt hier wieder zurück. Und dann durch den Gang. Zu den kleinen Raptoren. Ich finde es nett, dass wir den Control Rooms immer safen können für umsonst. Weil bei Resident Evil, wie ihr ja wisst, dass es typischer war, dass wir diese Kack-Farbbänder brauchen, um zu speichern. Und wenn du keine Farbbänder hast, hast du halt Pech gehabt. Und das haben sie in Dino Crisis ein bisschen anders gehandelt, was ich eigentlich eine gute Idee finde. Nein, nein, nein. Weg, weg, weg. Ihr kleinen Troublemaker. So. Geht das hier jetzt? Müssen wir das nicht hier benutzen? Item. Ich kann es hier nicht benutzen, aber warum? Wo benutze ich das denn?
Regina hält sich auch schon an die Seite. Colonel. Die Code ist eh. Das ist cool, aber ich habe keine Tür bisher gefunden, wo ich die brauche. Ist hier noch irgendwas, wo ich die rein theoretisch benutzen kann? Oh oh. Und ich habe die Waffe gedroppt. Bullets for Shotgun, ja. Warum schläfst du nicht? Schlafe mein Dino, schlafe schön ein. Nerv mich bitte nicht, ich muss mal hier rein. Das ist nur der Carrying Room. Bringt mir aber auch nichts. Hier in den Kisten komme ich ja nicht vorbei. Würde ich aber gerne. Hier ist auch nichts zum Verschieben oder ähnliches. Hier komme ich ja nur wieder zurück, ne? Oben war ja da. Warte mal. Ach. Ja, okay. Ich weiß wo. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein wie ein Stein im Kopf. Es war doch noch ein Aufzug, der in diesem Raum war, wo wir unseren Kollegen, wo wir uns aufgeteilt haben, ne? Dieser Überwachungsraum. Da müssen wir hin. Fällt mir gerade so ein. Schmarm schieß. Auf diesen Sleeping Lad zu feuern, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil jeder Einzelne hat eine Trefferfläche. Deswegen. Völlig sinnbefreit. Das war hier. Kontrollroom. So. Ich denke mal, jetzt können wir vielleicht mit der ID-Card hier den Elevator benutzen. Ja. Warte. Item. Warum? Kann ich die nicht kombinieren oder sowas? Hallo, ne. Check. Wenn der ID-Card is created, this device is used to input the identification data. Jo. War das nicht der Typ? Ich kann die Dinger aber auch nicht mixen oder sowas. Nö, das geht nicht. It seems the elevator cannot be operated with the information on this ID-Card. Ach so. Ja, aber das FC-Device kann ich ja hier auch nicht benutzen, oder? Lies mich ja nicht. Keine Bio-Stil. Muss ich die hier irgendwo eintragen, die Daten, oder wie? Die beste Fusebox. Ja, diese Fusebox, die hilft mir jetzt ja auch nicht weiter. Nö. Ja. Die Monitore zeigen was an, aber das ist nett. Jetzt bin ich ein bisschen raus gerade. Bin so meine Möglichkeiten durchgegangen, aber mir fällt partout nichts ein. Was sagt die Map überhaupt? Die Map sagt gar nichts. Hier leuchtet irgendwie nichts rot. Oder ich sehe es nur nicht. Ah, es ist der. Oh, es ist das obere Stockwerk, aber das ist alles zu noch. Ja, es ist der Keller. Blöd. Ich sehe nichts. Nichts rotes Leuchten. Na gut, aber ich würde sagen, ich bin jetzt schon bei 25 Minuten. Deswegen sage ich an dieser Stelle schon mal danke sehr fürs Zusehen bei Dino Crisis.
Wenn ihr weiterhin Bock auf dieses Projekt habt, würdet mich das freuen, wenn ihr das Ganze noch ein bisschen unterstützt und mir vielleicht ein Däumchen nach oben darauf gebt oder vielleicht auch ein nettes Kommentar schreibt. Das wäre super geil. Also, ich hatte mal wieder Bock, weil so hat mein Channel auch angefangen, mal wieder so ein bisschen alte Retro-Spiele rauszukramen, die damals klein waren, also beziehungsweise kaum jemand kannte oder große Renner, so jetzt wie Dino Crisis. Also Dino Crisis kannten eigentlich die meisten und ist immer wieder auf jeden Fall ein Spiel wert. Also es mal zu zocken. Also dann macht es gut, bis zum nächsten Mal bei Dino Crisis.